muss mal gucken, wie das geht hier wieder. Ah, jetzt habe ich umgestellt. Muss ich hier drauf drücken. Zentrieren, perma. Ich glaube, hier ist es eigentlich ganz schön, weil es ist so ein Tal irgendwie. Naja, doch, ist so eine Talsenke. Ja, warum sind wir eigentlich hier? Hier steht das Auto. Warum sage ich eigentlich wir? Wir sind mein Kumpel und ich, bei dem ich unter der Woche hier mit Travis stehe, wenn ich arbeite. Wir sind seit vielen, vielen Jahren gut befreundet. Und ihr habt es im Vorspanntitel gelesen, was auch immer. Travis bekommt neue Räder. Dieses absolute Maximum an Designkunst. Ich halte das nicht aus. Die Felgen sind so schön, die müssen weg. Ja, jedes Mal bin ich total geflasht, wenn ich die Felgen sehe. Und erstarre erstmal zur Salzsäule für Stunden. Und deswegen habe ich mir gedacht, es kann so nicht weitergehen. Die Felgen müssen weg. Genau. Und deswegen haben wir heute einen Termin bei der Firma Ramto. Und hier hinten ist es noch, ist eigentlich gar nicht so schlecht hier. Ich gehe mal davor. Da sieht man so ein bisschen so einen Nachbarberg, der hängt tatsächlich in den Wolken. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir hier sind. Und ja, keine Fäkalien, nur Grauwasser einfüllen. Da drüben ist ein Ablauf. Hier ist ein See. Und hier ist Strom. So, Abfahrt. Macho Pampe. Das ist eine Herausforderung, oder? Ja. Später nochmal. Mit der neuen Reife. Ja. Das Blöde ist nur diese Chromleiste da, die sich in der Scheibe spiegelt. Mhm. Und die spiegelt sich auch im Bild. Deswegen will ich die schon immer folieren und vergesse es immer. Ne? Ach so, ja. Matt-schwarz foliert, fertig. So, Google, halt die Fresse. Wir sind auf dem Weg nach... Ja, in einem anderen Ortsteil von Wehretal und fahren jetzt zur Firma Ramto, wo ich hoffentlich in etwas mehr als einer Stunde neue Räder auf mein Auto bekomme, die dann vielleicht nicht mehr ganz so schön sind wie die, die drauf sind. Damit ich mich da schneller von lösen kann. Das Wetter ist richtig scheiße. Das kann man nicht beschönigen. Es ist saukalt, 2 Grad plus und es regnet. 7,5 Kilometer bis zum Ziel ungefähr. Ne, 8,9. 13.40 Uhr, 14 Uhr haben wir Termin. Das Witzige ist, die Sachen werden da auch direkt vom TÜV abgenommen und eingetragen. 20 Meter, Ernst-Reuter-Straße, Continental, Ramto.de. Das sieht doch aus, als müssen wir dahin. So, wo ist denn da die Zufahrt? Zentrallager. Soll ich da mal hinfahren? Hier steht aber nur Lager. Da steht auch ein Auto. Langweilig. Nee, das sind aber keine. Das sind keine Montage. Siehst du da Montage? Ah doch, da sind Räder, Reifen. Ja, ich erinnere mich, dass die da ziemlich rumgezirkelt haben, um da reinzukommen. Und da hinten ist eine Halle. Genau. So, jetzt machen wir aber aus und fragen erstmal nach Erlaubnis und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder. So, ihr Leute, da steht er, Travis.
mit All-Terrain-Reifen. Und entgegen dem allgemeinen Trend habe ich mich für 15 Zöller entschieden. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, weil tatsächlich mehr als bei diesem Reifen geht bei diesem Fahrzeug nicht. So, ich bin im Inkognito-Modus. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen bin ich der introvertierte Influencer, weil ich natürlich weit weg bin vom Influencer. Aber es ist einfach schweinekalt heute. Wir haben immer noch minus 6, 7 Grad. Heute Nacht waren es minus 11. Und ja, aber ich wollte jetzt endlich mal das Video zu Ende machen. Weil bei der Firma Ramto sind wir nicht dazu gekommen, weil da waren eben, da waren ein Haufen Leute krank, wie das halt so ist im Moment mit dieser Grippewelle. Ja. Deswegen habe ich mich jetzt hier auf einen schönen Waldparkplatz mal platziert und möchte euch einfach mal was erzählen zu diesen Reifen, Felgen, wie ist es abgegangen und so weiter und so weiter. So, es ist saukalt, aber wenigstens scheint die Sonne. Und dann nehmen wir doch mal dieses tolle Motiv in den Hintergrund. Also nicht mich, sondern dieses mittlerweile sehr geile Fahrzeug. Nicht zuletzt aufgrund der Felgen. Ja. Ich stehe hier übrigens im Wald. Ich glaube, ich stehe im Wald. Hier ist es richtig schön. Und es ist noch ein bisschen Schnee. Ich bin im Odenwald. Ja, ich habe mich für die 15 Zöller entschieden, nachdem ich mal berechnet habe, wie groß hier der Durchmesser ist von den 15 Zöllern im Vergleich zu den adäquaten 16 Zöllern für das Fahrzeug. Ne? Der 15 Zöller, zumindest das Paket, das die Firma Ramto anbietet, und ich habe jetzt nichts anderes gefunden tatsächlich, die jetzt so ein Paket anbieten würden. Die 15 Zöller, die haben einen größeren Durchmesser am Ende als die 16 Zöller, weil das eine 235 75 15 ist und der 16 Zöller eben nur ein 235 65 16. So haben wir hier einfach ein bisschen mehr Durchmesser und das kommt hinten, tatsächlich sieht man das sehr gut, also es geht wirklich nicht mehr, ne? Also hier brummt die Dieselheizung, aber hier scheint die Sonne hin, deswegen hoffe ich, dass es nicht allzu laut ist. Dann spreche ich ein bisschen lauter. Ja, hier sieht man es ganz gut. Wir haben hier nur noch einen Fingerbreitplatz. Hinten haben wir auch nur einen Fingerbreitplatz. Nach oben, klar, ein bisschen federn wollen soll das Ding ja noch. Nur da sind wir auch ganz knapp innen drin mit dem Profil an der Karosse vorbeigekommen. Wir mussten die Kotflügelverbreiterung dran machen, hauptsächlich wegen vorne. Vorne war eben die Kotflügelverbreiterung notwendig, weil die Spur vorne irgendwie ein Ticken breiter ist als hinten. Jetzt mache ich einfach mal das Lenkrad gerade. Sekunde. Ja, wenn man das so sieht, kann man erahnen, dass es notwendig war, die Kotflügelverbreiterung dran zu machen. Also diese kleine schwarze Lippe hier, das sind oben, keine Ahnung, 2 cm. Unten ist es ein bisschen mehr. Wahrscheinlich wären meine Spiegel total verdreckt gewesen, hätte ich das nicht gemacht. Das ganze Auto wäre total versaut gewesen hinter den Rädern und eventuell hätte ich bei der Eintragung Probleme bekommen, weil es echt sauknapp ist mit der Karosse. Kann man das ein bisschen abbilden, man sieht es vielleicht. Okay, dann kam natürlich dazu, dass der Kollege gesagt hat, dass ich gesagt habe, ja, wenn du vorne und hinten nicht, sieht ja doof aus. Hinten hätte es tatsächlich gereicht. Aber dann habe ich gesagt, boah, nee, das geht ja gar nicht. Also mit Kotflügelverbreiterung sieht scheiße aus, ohne sieht auch scheiße aus, weil vorne Kotflügelverbreiterung dran ist. Also musste eine Lösung her. Die Lösung war, 3 cm Spurplatten drunter zu machen. Und dann wurde es hier oben mit der Karosse ein bisschen eng. Hier innen drin, da ist ja die Karosse. Na, noch ein bisschen hoch. So, hier innen drin ist ja die Karosse. Und wir haben einen Einfederversuch gemacht, dadurch, dass ja das ein bisschen nach innen geht beim Einfedern, das Rad, hat es tatsächlich gereicht. Und das ist jetzt natürlich
mit der 3 cm Spurplatte drunter. Haben wir hier hinten natürlich jetzt einfach eine Hammeroptik. Ne? Das ist jetzt richtig geil und das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ich sag mal, besser geht's nicht. Das ist tatsächlich für mich die perfekte Lösung. Und ich finde es auch cool, dass der Reifen viel Gummi hat. Ja, dass eben der Innendurchmesser der Felge 15 Zoll und viel Gummi am Reifen, das finde ich bei einem All-Terrain-Reifen einfach geiler. Aber das ist jedem seine Sache. Ja, das Ganze ist dann begutachtet worden bei der Dekra vor Ort. Ich habe ein Gutachten erstellt bekommen. Mit dem bin ich dann bei uns vor Ort in die Zulassungsstelle, habe die ganze Chose eingetragen und jetzt fahre ich völlig legal mit dem Auto durch die Gegend mit dieser hammergeilen Optik. Ein bisschen eng war es tatsächlich mit dem Abrollumfang und dementsprechend mit der Geschwindigkeit. Es hat aber genau gereicht. Ich habe hier mal eine kleine Rechnung aufgemacht. Und zwar, wie viel größer sind die Räder jetzt als die alten Räder waren? Und zwar hatten ich ja vorher 225, 70, 15 drauf. Allwetterreifen, Continental, Van Contact, sehr guter Reifen. Und der Durchmesser dieses Rades setzt sich ja zusammen aus den 15 Zoll der Felge. Das sind 381 mm, 15 x 25,4, 381, dann kommt der Reifen dazu, 225, 70. Für alle die, die es nicht wissen, das 70 ist das Verhältnis Lauffläche zum Querschnitt. Das heißt, die Gummihöhe, also das hier, Felge, Lauffläche, das hier, sind 70% von der Laufflächenbreite. Ja, das sind dann bei einem 225, 70 sind das 157,5, das Ganze mal 2, weil ich habe ja oben und unten Gummi. Und dann komme ich auf einen Gesamtdurchmesser von 696 mm. Dann habe ich bei diesen Reifen jetzt, wie sie da stehen, habe ich auch 15 Zoll, 381 mm plus 235, 75. Das heißt 75% von 235 mm, sind ja breiter. Sind 176,25, das mal 2 sind 352,5 und kommen auf einen Gesamtdurchmesser von 733,5 mm. Alles rein rechnerisch, Theorie. Und das wieder ins Verhältnis gesetzt, komme ich zu einer Größendifferenz von ungefähr 5,4% bei diesem Reifen im Vergleich zu dem vorhergehenden Reifen. Sind also 37,5 mm mehr. Und mein Tacho ging um ungefähr 6 km/h vor. Das heißt, genau gesagt, also das heißt nichts anderes wie bei, wenn ich ein Tempomat gesetzt habe bei 106, dann bin ich laut Navi genau 100 gefahren. So, und jetzt ist es so, wenn ich jetzt den Tempomat auf 100 setze oder 100 fahre, dann habe ich genau 100 Kilometer auf dem GPS, auf dem Navi. Das heißt, ich bin jetzt genau bei einer Übereinstimmung von 100%. Ja. Dementsprechend ist das Tachoabrollen dann auch noch, die Tachokontrollprüfung dann auch noch positiv ausgegangen und es stand dem Gutachten nichts mehr im Wege und ich konnte das Auto, konnte die ganze Chose eintragen lassen. So, jetzt fragt der eine oder andere natürlich, ja, All-Terrain-Reifen, ich drehe nochmal um, also meine Hackfresse braucht keiner sehen. So, All-Terrain-Reifen, vielleicht durch die grobe Struktur ein bisschen mehr Spritverbrauch. Ja, natürlich. Allerdings muss ich ja sagen, wenn ich jetzt 100 fahre und auf dem Tacho 100 Kilometer zurücklege, dann ist es ja völlig legitim, dass ich jetzt 6% mehr Sprit brauche, ja? Weil ich ja effektiv weiter fahre. Ne? Ich fahre, wenn das Auto sagt, ich bin 100 Kilometer gefahren, ja, dann bin ich auch 100 Kilometer gefahren. Ja? Und ansonsten bin ich ja nur 94 Kilometer gefahren oder 95, ja? Und 94, natürlich. Und das bedeutet, dass ich das natürlich in Relation setzen muss. Das, was jetzt mein Auto anzeigt, das ist natürlich
das, was er nach wie vor errechnet, aufgrund der Radumdrehung, zurückgelegter Strecke etc. bla bla. Nur, dass es jetzt tatsächlich 100 Kilometer sind, die ich zurücklege, das kann das Audi ja nicht wissen. Ne? Dementsprechend sage ich, wenn ich jetzt tatsächlich einen Mehrverbrauch habe von einem Liter und ich brauche jetzt statt 9 Liter 10 Liter, dann sind das ungefähr 10% mehr Verbrauch. Davon gehen quasi 6% auf Kosten der Tatsache, die ich eben erklärt habe. Und die anderen 4%, die gehen tatsächlich auf Kosten der breiteren Räder mit dem groberen Profil, mit erhöhtem Abrollwiderstand. Aber nicht nur diese geile Optik ist mir das wert, sondern, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der Komfort. Ich fahre die Räder jetzt mit 3,5 Bar, habe die vorhergehenden Räder mit 4,2 Bar gefahren. Die Räder sind breiter und dadurch habe ich natürlich tatsächlich wesentlich mehr Komfort der ganzen Geschichte. Ne? Meine Überlegung, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, was mache ich denn? Mache ich Reifen oder mache ich ein anderes Fahrwerk rein? Ich habe überlegt, ein Luftfahrwerk reinzumachen, das aber in etwa das gleiche gekostet hätte wie jetzt die Felgen oder sogar einen Ticken mehr. Dann habe ich mich belesen, habe gehört, ja, Komfort zugewinnen, bla bla bla. Und dann habe ich mich dafür entschieden, okay, Luftfahrwerk sieht man nicht, ist nur tatsächlich nur der Komfortvorteil. Ne? Ansonsten hat es keinen Vorteil. Jetzt habe ich den Komfortgewinn und den optischen Vorteil. Und der Komfortgewinn ist vielleicht nicht ganz wie bei einem Luftfahrwerk, aber es ist schon ein enormer Unterschied im Vergleich zu vorher. Ne? So. Also, wenn ihr ein Leitchassis habt, das war ja mein Thema. Ich habe ein Leitchassis mit den 15 Zoll Original Citroën-Felgen. Ne? So, eine Sache vielleicht noch. Es handelt sich bei dem Reifen um einen General Grabber AT3, der natürlich, sonst wird das Ganze keinen Sinn machen, der natürlich sowohl ein M&S-Symbol als auch eine Schneeflocke hat und somit als Allwetterreifen quasi zugelassen ist, auch im Winter. Ne? Was nicht möglich ist mit dem Reifen, ist das Auflasten, aber das brauche ich eh nicht. Ich habe ein Leitchassis, ich habe ein 6-Meter-Fahrzeug und ich muss einfach mit 3,5 Tonnen klarkommen. Und hier hängt ein Eiszapfen. Jetzt nicht mehr. Ich muss einfach mit 3,5 Tonnen klarkommen. Und das ist eben so. Das Problem, was ich angesprochen habe mit dem Leitchassis und mit dem mit der Änderung der Bereifung, das hat ganz einfach den Grund, dass bei diesen Fahrzeugen oftmals in der COC dann, für diese EU-Übereinstimmungskonformitätserklärung, dass da einfach nur diese Felge drin steht und dementsprechend sträubt sich jeder dagegen, ein Gutachten zu erstellen, weil das meistens mit einer Tachoangleichung, dann auch mit einem Abgasgutachten zu Rande geht und so weiter und so weiter. Deswegen diese Einschränkung in den Möglichkeiten. Ne? Wenn man vielleicht eine wohlgesonnene Prüfstelle findet, dann kriegt man das vielleicht auch was anderes eingetragen. Mir war das alles zu viel, deswegen habe ich mich für das Komplettpaket entschieden. Dieser Firma, die mich dafür aber nicht bezahlt, das will ich absichtlich sagen. Trotzdem blende ich hier mal Reklame ein, weil ich ja nicht weiß, wie da man damit umgeht. Deswegen sage ich, ich habe jetzt bei der Firma Ramto eben diese Lösung gefunden, habe diese für mich hammergeile Optik erreicht dadurch und habe den Komfortgewinn auch noch. Und jetzt kommt die Frage, was hat der ganze Spaß gekostet? Das ist kein Geheimnis. Man kann ja die Preise im Internet nachlesen. Was habe ich gemacht? Ich habe den Komplettsatz mit den Reifen, der kostet 1500 Ungrad Euro als Gesamtpaket mit Gutachten, mit Eintragung. Nur kann es eben eng werden mit dem Vorderrad, dass ich eben wirklich die Kotflügelverbreiterung noch brauche. Da bin ich noch bei zweimal, schlag mich tot, 200 Euro oder irgendwas. Dazu kamen jetzt in meinem Fall noch die Spurplatten hinten, die ich halt haben wollte. Die muss man ja nicht machen. Aber das hat sich für mich absolut rentiert. Das ist für mich der absolute Brüller, diese Optik mit den Spurplatten da hinten. Ne? Und alles in allem hat mich dieses Paket jetzt ungefähr 2.500 Euro gekostet. Und
davon ist es für mich jeden Cent wert. Ne? Das Auto ist ein völlig anderes Auto im Vergleich zu vorher. Hier mal ein Bild von vorher. So, und jetzt, ihr seht selbst, ja, was das jetzt für eine Optik hat. Ja. Und ich sag mal, für mich jeden Cent wert. Und der erste optische Schritt, den ich gemacht habe bei dem Auto, alles andere, was ich bisher gemacht habe, ist einfach nur Technik und praktisch. Und jetzt habe ich auch mal was fürs Auge getan. So, und jetzt ist aber lang genug, weil hier steht jetzt schon 20 Minuten auf der Uhr hier. Und das reicht jetzt für heute. Mir friert auch gleich die Pfoten ab, also die Pfote, die das Gimbal hält. Er sieht das nicht, dass das zittert, ne? Weil das Gimbal das ja ausgleicht. Und ich fahre jetzt wieder zurück. Ich fahre noch tanken, sonst geht meine Heizung nicht mehr über Nacht. Wie gesagt, ich wohne im Auto zurzeit, auch bei den Temperaturen. Aber das macht mir nichts aus. Das ist cool, das ist geil, macht mir Spaß. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wie immer. Würde mich freuen, wenn ihr euch das nächste Video auch anschaut. Und weil das so ist, sage ich mal wieder ganz optimistisch, bis zum nächsten Mal. Allerdings nicht ohne vielleicht mal drum zu bitten, den Abo-Knopf zu drücken, wenn euch das Ganze interessiert. Das Thema Wohnmobil wird jetzt wieder viel mehr präsent werden auf meinem Kanal, weil ich möchte wieder was tun. Mich ärgert das, dass ich die letzten Monate gar nichts gemacht habe. Das hat aber mit meiner privaten Situation zu tun. Aber es werden Themen kommen. Ich habe einige Optimierungen vorgenommen an dem Fahrzeug. Habe es zu meinem Fahrzeug gemacht, habe es individualisiert. Da kommen tatsächlich ein paar Videos in den nächsten Wochen, Monaten. Und es wird auch wieder mehr unterwegs sein, das Fahrzeug mit mir zusammen. Und ja, drückt doch einfach auf den Abo-Knopf und auf die Klingel am besten. Und dann verpasst ihr nichts mehr. Und ich freue mich drüber über jede Art von Support. Jo, jetzt habe ich genug gebettelt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.